Soweit, meine Damen und Herren, zum Bericht des Oberbürgermeisters. Wir gehen weiter in der Tagesordnung, starten mit der Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte im Tagesordnungspunkt 3. Ich hatte gesagt, es beginnt heute die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und ich darf als erstes Herrn Löser bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage richtet sich bezugnehmend auf eines der wichtigsten Projekte in Dresden in den nächsten Jahren. Die ist jetzt in der Haushaltseinbringung nicht so erwähnt worden, aber es ist ein wichtiges Projekt, vor allen Dingen der Stadtratsmehrheit, auch von Ihnen. Und wir haben im März beschlossen, einen Antrag Wohnungsbau sofort beginnen. Und dazu möchte ich jetzt folgende Fragen stellen. Zunächst haben wir beauftragt, dass 800 Wohnungen zu planen sind. Und meine Frage konkret lautet: Erstens, wie viele Wohnungen sind zum heutigen Zeitpunkt konkret geplant und wie ist der Verfahrensstand? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Stadtrat Löser, ich beantworte Ihnen gern Ihre Frage. In der gestrigen Sitzung des Lenkungsteams WOBA, in dem geschäftsbereichsübergreifend das Büro des Oberbürgermeisters, der Geschäftsbereich Finanzen, Bau und Soziales zusammenarbeiten, wurde die Stesat für drei Standorte mit der Leistungsphase HAI 2 beauftragt, also die Vorplanungsphase, die Klärung städtebaulicher und wirtschaftlicher Zusammenhänge, Kostenschätzung und Terminierung von Planungs- und Bauabschnitten. Hier wurde insbesondere die Ulmenstraße in Leuben, die Fröbelstraße, Ecke Löbtauer Straße in der Friedrichstadt und der Nickerner Weg in Dresden-Nickern zu benennen. Damit schreitet also die Umsetzung des Rahmenvertrages zur Schaffung von bis zu 800 Wohnungen voran. Grundlage für die Planungen sind städtische Vorgaben zum sogenannten Raumprogramm. Dieses wurde durch meinen Geschäftsbereich auf einer Grundlage gegenwärtiger Bedarfe und der Abschätzung mittelfristiger und langfristiger Entwicklungen erarbeitet, welche Haushalte und damit welche Haushaltsgrößen und damit welche Raumgrößen wir benötigen werden für den sozialen Wohnungsbau. So wird also sichergestellt, dass für diese drei Projekte, Ulmenstraße, Fröbelstraße, Nickerner Weg, noch in diesem Jahr die Bauanträge möglich werden. Und ich betone hier möglich werden und warum, ist jetzt die Frage. Anders als geplant wird die Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen nicht noch in diesem Jahr, sondern erst im Jahr 2017 zu Beginn des Jahres 2017, so unsere Informationen von heute, in Kraft treten. Die Stadt ist genau auf diese Förderung angewiesen, damit der soziale Wohnungsbau in Dresden wirtschaftlich darstellbar ist. Zunächst muss damit das SMI klären, ob auch ein vorfristiger Maßnahmebeginn möglich ist. Es gibt des Weiteren zwei Projekte auf der Bulgarko-Straße und auf der Florian-Geyer-Straße, die ebenfalls Anfang des Jahres 2017 so weit sein werden, dass eben dort auch Bauanträge gestellt werden können. Es folgen dann Schritt für Schritt weitere Bauanträge. Es ist zugleich absehbar, dass, wie im Vertrag bereits vorgesehen, weitere städtische Grundstücke einbezogen werden, um eben genau das Ziel der 800 Wohnungen zeitnah zu erreichen. Vielen Dank, Frau Dr. Kaufmann. Ich würde noch eine zweite und dritte Nachfrage stellen. Zunächst die zweite. Sie haben schon angesprochen, es geht auch darum, die Standards zu entwickeln, wie wir diese Wohnungen bauen wollen. Und in dem Antrag ist ja formuliert, dass die Stesat da maßgeblich das mitentwickeln soll. Jetzt haben Sie ausgeführt, dass aufgrund des Landesprogrammes Ihr Geschäftsbereich da ganz maßgeblich eingebunden ist. Meine Frage zweitens, wie weit ist der aktuelle Arbeitsstand des zu entwickelnden Raumprogramms und der notwendigen Ausstattungserfordernisse? Und interessant wäre auch zu hören, wann die Vorlage dazu den Rat erreicht. Die
das sogenannte Raumprogramm, an dem wir gerade arbeiten, was verschiedenste Punkte auch enthält, wird von meinem Geschäftsbereich erarbeitet und ist im Grunde genommen die Basis für alle weiteren Planungen für die Stesat. Raumprogramm, wie gesagt, die Größe der Räume, zum einen damit die absolute Flächenanzahl von 1 bis 5 oder 6 Raumwohnungen entsprechend der Bedarfe für einkommensschwächere Haushalte. Zur Untersetzung der Landesförderrichtlinie wird darüber hinaus eine städtische Richtlinie entstehen. Darin werden unter anderem zur Schaffung eines verbindlichen Rahmens für alle Investoren die Ausstattungserfordernisse geregelt. Diese werden derzeit gemeinsam durch den Geschäftsbereich 5 und 6 erarbeitet. Das bedeutet also, dass sowohl private Investoren als auch wir uns dann an diese kommunale Förderrichtlinie gebunden haben, die konkretisiert auf Basis der Landesförderrichtlinie arbeitet wird. Bestandteil der Vorlage zur Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft wird ein Wirtschaftsplan sein, worin unter anderem die Finanzierung des Baus der ersten Wohnungen der Gesellschaft dargelegt werden wird. Und eben da erschwert uns auch hier die Verzögerung der Landesförderung die notwendige Kostenkalkulation, sodass ich heute sagen kann, dass weiterhin gemeinsames Ziel es ist, die Vorlage für die Finanzierungsvorlage noch im Jahr 2016 auf den Weg zu bringen. Ja, bitte mal ganz kurz vielen Dank für diese wichtigen Informationen. Die Frage war ja auch vor allen Dingen, wann sozusagen das Raumprogramm und die notwendigen Ausstattungserfordernisse. Das ist ja die Frage, nach welchen Kriterien wollen wir die Wohnung bauen? Und da hatte die Verwaltung den Auftrag, uns das nochmal vorzulegen. Das ist die Frage, wann diese Vorlage kommt. Ich habe es jetzt so verstanden, dass die Finanzierungsvorlage, wenn wir dann die Wohnung bauen wollen, dass die angekoppelt wird an die Vorlage zum Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft. Das bitte nochmal erklären, wann kommt die Vorlage zum Raumprogramm und wann kommt die Vorlage konkret zu den Finanzierungen, Bau der Wohnung. Danke. Okay. Also das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Beide basieren auf den Finanzierungsgrundlagen mithilfe der Landesförderrichtlinie. Das bedeutet, dass wir aktuell überlegen, die Politik in geeigneter Weise im Rahmen eines Workshops mit einzubinden in die Konkretisierung des Raumprogramms. Das bedeutet also, dass wir zeitnah auf Sie zukommen werden und Ihnen unsere Ideen vorstellen werden, auch mit fachlicher Expertise aus anderen Städten, sodass wir also abgestimmt aufgrund von fachlichen Bedarfen, die wir lokal sehen, aber auch aus Erfahrungswissen anderer Städte, Ihnen dann ein abgestimmtes Raumprogramm präsentieren, was dann die Grundlage werden wird für den weiteren kommunalen Wohnungsbau. Bevor wir dieses Raumprogramm aber konkretisieren können, sind wir darauf angewiesen, die Förderrichtlinien des Freistaates zu erfahren, in welcher Höhe eine Förderung für welche Bedarfsträger gegeben sein wird. Da gibt es Entwürfe, aber eben noch keinen endgültig abgestimmten Zustand. Das bedeutet, wir als Kommune befinden uns aktuell auf unterschiedlichen Ebenen in einer Art Kausalkette und müssen jetzt auf den ersten Schritt des Freistaates warten, um dann verbindlich unsere weiteren strategischen und planerischen Schritte darstellen zu können. So, damit kommen wir zur nächsten fragenden Fraktion, das ist die SPD-Fraktion, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 12. Juli 2012 beschloss der Stadtrat, damals noch die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, bis 31. August 2012 innerhalb der Stadtteile Plauen, Koschitz, Gittersee und Regnitz-Czernitz des Ortsamtsbereichs Plauen eine behördlich zugelassene Grillfläche, ich lasse jetzt mal die Richtlinie weg, dem Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft zur Bestätigung vorzulegen. Also kurz gesagt, bis zum 31. August 2012 sollte die Stadtverwaltung einen öffentlich zugänglichen Grillplatz ausweisen im Ortsamtsbereich Plauen. Die Grillfläche sollte möglichst auf einem kommunalen Flurstück eingerichtet werden. Und falls das nicht möglich sei, sollte man auch gucken, ob es nicht Flächen gibt, die in privatem Eigentum sind, wo man sowas einrichten könnte.
Seit 2012 sind 4 Jahre jetzt vergangen und wir bekommen regelmäßig Beschlusskontrollen, in denen gesagt wird, das geht nicht. Und wir wollen jetzt dazu gern wissen, welche konkreten Gründe sprechen gegen die Ausweisung einer öffentlichen Grillfläche im Ortsamtsbereich Plauen? Die Beantwortung übernimmt Frau Bürgermeisterin Jenichen. Sehr geehrter Herr Stadtrat Blümel, es gibt natürlich keine grundsätzlichen Gründe gegen die Ausweisung einer öffentlichen Grillfläche im Stadtteil Plauen. Auf privaten Flächen ist das Grillen ja ohnehin erlaubt, wenn sie nicht im Naturschutzbereich oder im Wald liegen. Aber es bedarf natürlich einer Einzelfallprüfung der jeweiligen vorgeschlagenen Flächen der Stadt auf ihre Eignung. Und wenn eine Fläche geeignet wäre, dann würde es die Klärung vieler Fragen für die Durchführung bedeuten, insbesondere der Kosten, denn durch die Feuerstellen und Grillflächen, die wir öffentlich ausgewiesen haben, entstehen Kosten. Wenn sich öffentliche Grillstellen in einer öffentlichen Grünfläche oder in der freien Landschaft befinden, gibt es eine ganze Reihe von Prüfkriterien je nach Standort. Diese Kriterien liegen in der tatsächlichen und der rechtlichen Einordnung der Flächen, insbesondere auch dem Interesse weiterer Nutzer dieser Landschaftsteile oder dieser Parks oder des Waldes, denn die Flächen müssen ja öffentlich für Erholung nutzbar sein. Örtlich muss die Fläche gut erreichbar sein, sollte von der Umgebungsnutzung und Bebauung einen angemessenen Abstand aufweisen, aus Sicherheitsgründen, muss über ausreichend befestigte Flächen verfügen, die von der bisherigen Nutzung her entbehrlich sind und muss zwecks Entsorgung und aufgrund der Brennstoffe des Grillguts mit Infrastruktur, Papierkorb, feuerfest und so weiter ausgestattet werden. Rechtlich sind alle einschlägigen Gesetze zu beachten, zum Beispiel das Sächsische Denkmalschutzgesetz und das Sächsische Waldgesetz. Und zum Wald muss ein Abstand von 30 bis 100 Meter eingehalten werden. Vielen Dank erstmal dafür. Ich hätte noch eine Nachfrage. In den 4 Jahren ist ja immer wieder berichtet worden, unter anderem, dass weiter geprüft wird. So, und wir würden gern wissen, auf welchen kommunalen Grundstücken wurde denn genau geprüft und mit welchen Eigentümern privater Grundstücke wurde denn gesprochen. Der Hintergrund des Antrages war ja nicht, dass sozusagen Langeweile beim damaligen Stadtrat Pallas war, sondern dass es tatsächlich im Ortsamtsbereich ja das Gebiet des Hohen Steines gibt. Dort wird wild gegrillt. Wir sind vor einer Woche dort gewesen, haben uns das vor Ort angesehen. Diese wilden Grillstellen gibt es nach wie vor. Da besteht nicht nur der Umstand, dass dort alles zugemüllt wird und dass das eben auch liegen bleibt, sondern dass vor allem auch eine erhöhte, aus unserer Sicht, Gefährdung der Allgemeinheit besteht, weil nämlich ringsrum sehr viel Gehölz ist, was gerade jetzt aktuell sehr trocken ist und die Gefahr eines großen Brandes dort durchaus gegeben ist. Deswegen war die Nachfrage nochmal, wo genau hat denn die Verwaltung in den 4 Jahren jetzt geprüft? Also die Verwaltung hat natürlich unter dem Aspekt geprüft, was passiert, wenn man so eine Grillnutzung an einem öffentlich ausgewiesenen Standort konzentriert und was das für Folgen hat. Und in dem Rahmen hat das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft aufgrund ihres Auftrages den Grünanlagenbestand insgesamt im Ortsamtsgebiet überprüft. Also das, was wir an Flächen in Park- und Grünanlagen und naturnahen Flächen als Stadt haben. Es wurden 72 Objekte auf vorliegende Voraussetzungen abgeprüft. Ich habe die Liste hier mit. Ich gehe davon aus, Sie wollen sie sehen und andere auch. Ich würde sie zu Protokoll geben, jetzt aber auf ein Verlesen verzichten, wenn Sie einverstanden sind. Das können wir gerne so machen. Wir können da auch näher im Umweltausschuss drüber reden. Ohne konkreten Planungsauftrag und der Beantragung von Genehmigung bei höheren Behörden sowie dem Einsatz von Haushaltsmitteln wurde keine unmittelbar geeignete Fläche vorgefunden. Will man auf privaten Flächen einen öffentlich gewidmeten Grillplatz, zu dem jeder jederzeit Zugang haben muss, ausweisen, braucht man einen Widmungsprozess und muss dann als Stadt natürlich den privaten Eigentümer haftungsrechtlich von allen Folgen absichern. Dafür haben wir kein Angebot gefunden, muss ich Ihnen so ehrlich sagen. Das ist eine relativ hohe Hürde. Wenn Sie einen Vorschlag haben aus Ihrer Kenntnisse im Ortsamt oder andere, dann würden wir das gerne besprechen und sind da völlig offen. Wir möchten auch noch mal anregen, nachzudenken, ob nicht nachbarschaftliche Initiativen möglich sind. Denn Grillen ist ja nicht an sich verboten im Ortsamt, sondern nur eben an bestimmten Orten verboten. Wenn wir es aber auf einer öffentlichen Fläche konzentrieren und dann im Grunde die ganzen Folgen selber beseitigen müssen, dann hat das für uns als öffentliche Hand natürlich Folgen.
Wir haben beobachtet, dass an anderen Stellen nachbarschaftliche Initiativen öffentlicher Nutzung, die nicht ausdrücklich gewidmet sind, durchaus erfolgreich die Nutzungsinteressen besser koordinieren, als wir es als Stadtverwaltung wirklich können. Und das möchte ich einfach nochmal hier anregen. Schauen Sie sich mal an, was die Stadtgärtner im Alaunpark machen. Viele hätten nicht erwartet, dass das so gut läuft. Es ist kein öffentlich gewidmeter Garten, aber er ist öffentlich zugänglich und wird gut angenommen und immer sauber gehalten. Vielleicht ist das ein Weg. Ich weiß ja, dass sich vor Ort Leute dafür interessieren. Die würden wir dann gerne unterstützen. Gut, ich bitte noch dann um die schriftliche Beantwortung. Danke. Ja, gern. Und die Liste gebe ich zu Protokoll. Als nächstes ist die FDP-Freie Bürgerfraktion an der Reihe. Herr Zastrow. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zur Albertbrücke, die am Montag nach 29-monatiger Sanierungszeit und überlanger Sperrzeit für den Autoverkehr, beides übrigens war dem Stadtrat damals bei der Beschlussfassung ja ganz anders angekündigt worden, eröffnet worden ist. Meine Frage konkret dreht sich, wie könnte es anders sein, um die sogenannte Geländerpost. Ich würde es jetzt gern noch mal ganz genau wissen, denn in den Zeitungen kam das aus meiner Sicht nicht so ganz klar rüber, weshalb wir in Dresden jetzt die Situation haben, dass das Geländer, das historische Geländer rekonstruiert worden ist und dann aus sicherheitstechnischen Gründen ein weiteres Geländer vor das rekonstruierte Geländer gesetzt worden ist. Meine Frage ist, warum ist es in Dresden nicht möglich, anders, ich habe mich da erkundigt, als in nahezu allen anderen Städten, dort eine vernünftige Lösung zu finden, indem man nämlich bei der Rekonstruktion des historischen Geländers vielleicht sofort darauf achtet, dass man es höher baut. Und dann würde mich aber auch interessieren, warum ganz genau es unweigerlich so sein musste, dass ein 30 cm höheres Geländer zur Einhaltung von aktuellen Sicherheitsstandards jetzt dort gebaut werden musste. Also warum ganz genau und welche konkrete gesetzliche Grundlage liegt dem zugrunde? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Schmidt-Lamartin. Ja, sehr geehrter Herr Zastrow, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht zur ersten Frage erstmal die gesetzlichen Regelungen. Zur zweiten Frage erstmal. Die Höhe des Geländers ist unter anderem, es gibt anscheinend mehrere Punkte, wo es geregelt ist, aber unter anderem geregelt in den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinie für Ingenieurbauten, der sogenannten ZTV-ING. Und zwar in Teil 8, Bauwerksausstattung, Abschnitt 4, Rückhaltesysteme, Tabelle 8.4.1, Mindestabmessung. Ich lege Ihnen einfach dieses wunderbare technische Regelwerk der Beantwortung schriftlich bei, würde ich vorschlagen. Ja. Da finden Sie eine Tabelle, wo diese Geländerhöhe von 1300 Millimetern so entsprechend vorgegeben ist. Zur Frage, warum war es nicht möglich, einen anderen Kompromiss zu finden? Es gab zum damaligen Zeitpunkt, ist ja nun schon ein paar Jahre her, eine umfassende Variantenuntersuchung über verschiedene Geländervarianten. Die dann jetzt realisierte Variante stellte einfach den zur damaligen Zeit einzig herstellbaren Kompromiss zwischen den Belangen des Baulastträgers und denen des Denkmalschutzes dar. Das war dann damals einfach der zeitlichen Notwendigkeit geschuldet, dass man irgendwann eine Entscheidung getroffen hat. Und die sieht jetzt so aus. Okay, jetzt haben wir also den schlechtmöglichsten Kompromiss, mit dem wir jetzt leben sollen. Bei mir wurde ja immer gesagt, das Denkmalamt wäre damit nicht einverstanden, weil Sichtbeziehungen gestört werden, wenn die Zapfen, also die Ananas, die oben auf dem historischen Geländer drauf ist, ein bisschen höher ist. Also als leidenschaftlicher Hobbyfotograf kann ich Ihnen sagen, das, was wir jetzt haben, ist eine völlige Katastrophe. Deswegen würde mich das schon mal interessieren, wie man eigentlich zwischen den Ämtern auch miteinander kommuniziert. Normalerweise, die Stadtverwaltung sollte ja auch Vorbild sein, wenn es darum geht, vernünftige Kompromisse zu finden. Als privater Bauherr muss man das ja auch. Deswegen hoffe ich immer noch, dass es vielleicht im Nachgang zu einer Lösung kommt. Das aber nur als Kommentar. Ich habe eine Nachfrage. Wenn ich diese Verordnung, muss dazu sagen, ich beziehe mich auf Zeitungsberichte, richtig übersetze, jetzt steht ja da drin, dass wir dieses 30 Zentimeter höhere Geländer deswegen brauchen, weil der Radweg an dem Geländer vorbeiführt und aufgrund des Radverkehrs es sein könnte, salopp gesagt, dass wenn der Radfahrer stürzt, er drüber fällt. Jetzt haben wir auf der Albertbrücke aber eine ganz andere Situation. Wir haben das Geländer, dann kommt ein 2 Meter, kann ich Ihnen genau sagen, ein 2 Meter breiter Fußweg und daneben kommt dann nämlich zwischen Fußweg und Fahrbahn
kommt der 2,10 Meter breite Radweg. Das heißt, der Radweg verläuft überhaupt nicht neben dem Geländer und er ist auch abmarkiert. Das heißt, es ist überhaupt nicht, zumindest nicht gestattet, dass Radfahrer und Fußwege auf derselben Spur laufen, sondern es ist abmarkiert. Es sind zwei getrennte bauliche Einrichtungen und es gibt einen großen Abstand sozusagen vom Radweg zum Geländer. Und das heißt, wenn der Radfahrer überhaupt in die Situation kommt, neben dem Geländer zu fahren, bewegt er sich dort illegal. Wenn ich im Umkehrschluss sage, dass jeder illegale oder jeder Missbrauch von Regelungen dazu führt, dass ich solche Baustandards einhalten muss, dann weiß ich, welches Fass ich aufmache. Ansonsten ist für den Radfahrer im Moment auf der Alberbrücke es wesentlich gefährlicher, wenn er über den Bord auf die Fahrbahn stürzen würde, weil der ist nämlich sehr hoch. Deswegen stimmt diese Einschätzung, bezieht sich diese Verordnung tatsächlich auf das, was ich in der Zeitung gelesen habe, nämlich dass der Radweg als Begründung hergezogen worden ist, dann würde es nämlich nicht stimmen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so genau konnte ich in dieses Detail dieses technischen Vertragswerks hier jetzt auch noch nicht einsteigen. Was aber Fakt ist, ist, dass insgesamt, wenn ich das richtig jetzt hier interpretiere, das können wir uns aber gerne auch nochmal gemeinsam im Detail angucken, auch die vorhandene Geländerhöhe aufgrund der Absturzhöhe grundsätzlich nicht ausgereicht hätte. Man hätte also sozusagen das Geländer grundsätzlich erhöhen müssen. Würden Sie es nochmal prüfen? Das können wir gerne nochmal prüfen. Okay. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, also die Ästhetik, über die kann man sicherlich streiten, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Was ich Ihnen jedoch versichere, ist, dass sowohl die Geschäftsbereiche 6 und 4 als auch die Geschäftsbereiche 6 und 7 die Bemühungen sehr stark intensiviert haben in den letzten Monaten, die Abstimmung zwischen den Geschäftsbereichen und den beteiligten Ämtern zu verbessern. Toi, toi, toi. Danke. Als nächster Fragender für die AfD-Fraktion, Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Bürgerdialog in der Kreuzkirche wird nach 6 Veranstaltungen nicht fortgesetzt. In Ihrem Interview mit der Sächsischen Zeitung vom 3. und 4. September 2016 sprechen Sie von einer Runde mit Initiativen, Parteien und Akteuren, offensichtlich aus dem linken Spektrum, welches ebenfalls nicht Ihre Erwartungen erfüllte bzw. das Format als nicht geeignet gehalten wurde. Hierzu habe ich folgende Fragen. Welche Wege des direkten Bürgerdialogs außer Ihren monatlichen, sonnabendlichen Bürgersprechstunden werden Sie künftig einschlagen? Und wann und wie gehen Sie endlich auf die tausenden Spaziergänger am Montagabend zu, von denen sehr viele selbst aus Dresden kommen? Danke. Also, lieber Herr Vogel, erstens haben wir die Veranstaltung in der Kreuzkirche gemeinschaftlich mit Herrn Beer für 6 Veranstaltungen angelegt gehabt bis zum Sommer und das ist zunächst erstmal als Komplex abgeschlossen. Es heißt nicht, dass es nicht sein kann, dass wir weitere Veranstaltungen ähnlicher Format auch in Zukunft gemeinschaftlich oder alleine oder mit anderen Partnern veranstalten. Das ist ausgesprochen nicht ausgeschlossen. Zweiter Punkt, wenn ich mich mit Initiativen getroffen hatte, dann war es nicht eine andere Form eines Bürgerdialogs, sondern war es auch um Gewinnung, dass wir eine breite gesellschaftliche Kreise dafür gewinnen. Da kann ich Sie loben, Sie waren in der Kreuzkirche zur Veranstaltung gewesen, hätte mir gewünscht, dass manch anderer sich auch mit dran beteiligt und dafür galt diese Veranstaltung, war jetzt keine Dialogveranstaltung in dem Sinne von, wie die Veranstaltung in der Kreuzkirche angelegt ist. Zweiter Punkt, ich glaube, ich bin ausgesprochen viel in der Bürgerschaft in verschiedensten Foren unterwegs. Da ist die angesprochene Bürgersprechstunde nur eines, die wirklich extrem stark angenommen wird. Freue ich mich sehr darüber, auch dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Sorgen und Nöte Vertrauen haben, bei mir vorzutragen. Und da sind durchaus einige dabei, die auch ihre Sorgen und Nöte sonst als Montagsspaziergänger Ausdruck verleihen, wo bei manchen das nicht ganz nachvollziehbar ist, warum sie das tun, aber das ist eine andere Thematik. Darüber hinaus veranstalte ich jeden Monat eine Bürgerversammlung in einem Ortsamt oder in einer Ortschaft, die ich besuche. Und auch da nehmen wir breiteste Thematiken, alles was die
Bürger interessiert, ihn auf der Seele brennt, sehr ernst und widmet ihnen auch den Raum. Und neben dem, dass die Bürgerschaft zu Wort kommt, sind ja auch die entsprechenden lokalen Vertreter in einem persönlichen Gespräch mit mir gefragt, ihre Thematiken vorzutragen, die gerade vor Ort sie betrifft. Insofern stehe ich jedem in genügend vielen Möglichkeiten gerne Rede und Antwort über das, was Menschen bewegt, nehme das auch ausgesprochen ernst. Ich gehe aber zu keiner Veranstaltung, von der ich das Gefühl habe, hier wird bewusst nie eine Lösung gesucht, sondern Ängste geschürt. Und dazu gehören die Montagsdemonstrationen. Dankeschön. Als nächstes darf ich die CDU-Fraktion bitten, Frau Walter. Oder macht ihr jetzt doch Hartide? Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zum Fortgang des Planungsprozesses der Stadtbahn 2020-Projekte. Diese wurden ja mit großer Mehrheit vom Stadtrat unterstützt und auch im Grundsatz beschlossen. Und insbesondere die ersten Maßnahmen, Umbau der Haltestelle Tharander Straße in Löbtau und Umbau der Oskarstraße, Tiergartenstraße, sollten ja in nächster Zeit in Angriff genommen werden. Seit geraumer Zeit hören wir allerdings zu diesen Projekten nichts mehr. Dankenswerterweise hat aber jetzt die Mopo vom 7. September entsprechend auch in einem Artikel diesen Sachverhalt aufgenommen. Ich habe also folgende Fragen. Wie ist der derzeitige Bearbeitungsstand der Genehmigungsverfahren für den Umbau der Tharander Straße und der Oskarstraße, Tiergartenstraße? Beziehungsweise wann rechnet die Stadt mit der Umsetzung der Baumaßnahmen? Welche Schritte plant die Stadt Dresden, um die Genehmigungsverfahren für die Maßnahmen zu beschleunigen bzw. zu unterstützen? Zweitens, gibt es personelle Engpässe im Bereich des GB6 bzw. sind personelle Engpässe eventuell eine Ursache für die Verzögerungen bei den Planungsprozessen seitens der Landeshauptstadt? Und drittens, wie ist der weitere Fortgang der Planungen, insbesondere im Abschnitt zwischen der Tharander Straße und dem Nürnberger Platz, vorgesehen? Das betrifft also den Ersatzneubau der Nossener Brücke. Und welche finanziellen und personellen Ressourcen sind dafür seitens der Landeshauptstadt Dresden erforderlich? Vielen Dank für die Frage. Die Beantwortung übernimmt der Kollege Schmidtler-Martin. Ja, sehr gerne, sehr geehrter Herr Tiete, sehr geehrte Damen und Herren. Zur ersten Frage, die Frage der Bearbeitungsstände. Die Genehmigungsverfahren benötigen in der Tat derzeit sehr lange Fristen aufgrund von vielen Verfahren, die gleichzeitig bei der Landesdirektion Sachsen laufen. Dies kann leider vom Straßentiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden nicht wirklich beeinflusst werden. Regelmäßig werden sowohl von uns als auch von den Dresdner Verkehrsbetrieben der Stand der Bearbeitung angefragt, um da auch den entsprechenden Druck zu erzeugen. Für das Projekt Oskarstraße, Tiergartenstraße wird der Planfeststellungsbeschluss noch in diesem Monat erwartet. Wir hoffen darauf, stündlich sozusagen. Bei der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße hoffen wir noch vor Ende des Jahres den entsprechenden Planfeststellungsbeschluss zu erhalten. Aber wir sind da sozusagen nicht Herr des Verfahrens, insofern auch ein bisschen abhängig. Die personellen Engpässe liegen zumindest erstmal nicht bei uns, sondern wahrscheinlich eher in der Landesdirektion Sachsen. Insofern haben wir zumindest für diese Planverfahren keine Personalengpässe. Bei Baugenehmigungsverfahren wissen Sie selber, die dauern zum Teil auch bei uns etwas länger. Aber das hat damit jetzt erstmal nichts zu tun. Zur dritten Frage. Dem weiteren Fortgang der Planung im Abschnitt zwischen Tharander Straße und Nürnberger Platz. Also der Teilabschnitt 1.2, wie er sich ja so schön nennt, Nürnberger Straße und Nossener Brücke, befindet sich in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Für das Vorhaben Zellischer Weg, also den Teilabschnitt 1.3, wird gegenwärtig die Ausschreibung der Planungsleistungen erarbeitet, damit wir dann auch entsprechend veröffentlichen können europaweit. Die Planungsmittel sind für die Vorhaben im Haushaltsplan eingestellt. Ebenso sind die personellen Voraussetzungen für die Begleitung der Vorhaben momentan gesichert. Zu den geplanten Bauterminen kann allerdings keine verlässliche Aussage getroffen werden, da die Dauer der Plangenehmigungsverfahren
von uns nicht beeinflussbar ist. Ja, vielen Dank für die Beantwortung zunächst. Können Sie noch konkretisieren, wann Sie mit dem Abschluss der Planungen für den Abschnitt 1.2 rechnen oder wie da die zeitliche Schiene aussieht? Ich müsste Sie jetzt frei aus dem Kopf rezitieren. Ich habe Sie vor ein paar Tagen gesehen. Ich würde Sie Ihnen aber lieber schriftlich nachliefern, bevor ich Ihnen jetzt was Falsches sage. Okay, Dankeschön. Als nächste Fraktion ist Fraktion Die Linke an der Reihe, Herr Musculus. Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zur Straßenbeleuchtung im schönen Laubegast. Dem Stadtrat liegt derzeit eine Vorlage zu Baumaßnahmen, zu denen auch die Straßenbeleuchtung in Laubegast gehört, vor. Demnach sollen auf Teilen der Hermann-Seidel-Straße, der Troppauer-Straße und der Tauernstraße die vorhandenen Gaslaternen durch elektrische Straßenlaternen vom Produkt Mastaufsatzleuchte Beta ersetzt werden. Jetzt die Frage, aus welchen technischen Gründen werden keine elektrifizierten Gaskandelaber verwendet? Und weiterhin, wie lautet der detaillierte Kostenvergleich zwischen einem Neubau der Straßenbeleuchtung mit den Beta-Lampen, wie gemäß Vorlage geplant, und als Alternativvariante ein Neubau mit elektrifizierten Gaskandelabern auf den betreffenden Straßenabschnitten? Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt-Lamontain. Bitte. Ja, sehr gerne. Technische Gründe gibt es eigentlich direkt nicht. Also mit dem Beschluss der Vorlage 544 aus 2015 wurde die Entscheidung getroffen, die Gaskandelaber in Teilen der Hermann-Seidel-Straße und der Troppauer Straße sowie in der Burgenlandstraße, der Brünnerstraße und dem Kärntner Weg gegen die Lampe Beta auszutauschen. Dies wurde auch getan. Im zweiten Teilabschnitt, die unter anderem die zweite Hälfte der Hermann-Seidel-Straße und die zweite Hälfte der Troppenhauer Straße beinhaltet, den Lampentyp zu wechseln, schien aus gestalterischen Gründen jetzt nicht wirklich sinnfällig. Deswegen hat man sich entschieden, dort auch wieder die Lampe Beta vorzuschlagen. Das ist der Hintergrund. Wenn man jetzt den detaillierten Kostenvergleich sich anguckt, gibt es schon einen erheblichen Kostenunterschied für die Beta-Laterne, die einen Lichtpunktabstand von 30 Metern hat, um die Straße entsprechend auszuleuchten, braucht man für diese vier Straßenabschnitte, die gemacht werden sollen, 32 Lampen, sodass man dort auf Gesamtkosten für Investitionen und Planung von knapp 168.000 und ein paar Zerquetsche kommt. Für die elektrifizierten Kandelaber, die dann wiederum einen Lichtpunktabstand von 23 Metern nur haben, weswegen man mehr Lampen braucht, und zwar 41 Stück, kommt man dann entsprechend auf Kosten in Höhe von etwas über 250.000 Euro, also eine Differenz von ca. 85.000 Euro, also die Hälfte mehr. Die Betriebskosten pro Jahr sind auch etwas höher aufgrund der höheren Stückzahl, die belaufen sich dann statt auf knapp 12.500 Euro auf knapp 16.000 Euro, also eine Differenz von 3.500 Euro jährlich in Betrieb und Wartung. Gut. Dankeschön, ja. Herr Bürgermeister. Als nächster Fragesteller von den Fraktionslosen ist Herr Bauer. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, ich habe eine Frage zu den Konsequenzen für straffällig gewordene Asylbewerber. Es gibt ja regelmäßig alle ein bis zwei Wochen Razzien der Polizei gegen die offene Drogenszene am Wiener Platz. Bei denen werden fast immer auch Personalien festgestellt von Personen, gegen die dann Ermittlungsverfahren wegen verschiedenen Delikten, also Drogendelikte, Ladendiebstahl, Gewaltdelikte und dergleichen eingeleitet werden. Es handelt sich bei den Beschuldigten ja bekanntermaßen größtenteils um Flüchtlinge aus Nordafrika, die in Asylunterkünften der Stadt Dresden untergebracht sind. Das heißt, die kriminellen Flüchtlinge in ihren Unterkünften müssten der Stadt Dresden eigentlich bekannt sein. Und darum habe ich dazu folgende allgemeine Fragen. Wie wird die Stadt Dresden von der Polizei über Ermittlungsverfahren gegen straffällig gewordene Asylbewerber in Kenntnis gesetzt? Gegen wie viele auf dem Gebiet der Stadt Dresden untergebrachte Asylbewerber wurde in diesem Jahr Ermittlungsverfahren wegen Drogendelikten, Gewaltdelikten und Sexualdelikten eingeleitet? Welche Konsequenzen hat es für Flüchtlinge, wenn gegen sie derartige Ermittlungsverfahren laufen? Gibt es beispielsweise Hausarreste für bekannte Drogendealer? Und letzte Frage, wie viele straffällig gewordene Flüchtlinge wurden in diesem Jahr bereits abgeschoben und wegen welchen Delikten? Vielen Dank.
Der Ausländerbehörde der Stadt Dresden werden auf der Grundlage des § 87 des Aufenthaltsgesetzes unter anderem durch die Polizei Informationen über die Einleitung von Strafverfahren gegen ausländische Staatsangehörige übermittelt, soweit es in ihrem Zuständigkeitsbereich liegt. Was die Thematik der Straftaten angeht, erfolgt hier eine Statistik durch die Ausländerbehörde der Stadt Dresden nicht. Es erfolgt insofern durch die Polizeidirektion Dresden bzw. die sächsische Polizei, zuletzt ja zusammengefasst in der kriminalpolizeilichen Ermittlungsstatistik für das Jahr 2015. Im Hinblick auf die Konsequenzen ist es so, dass ordnungsrechtliche Maßnahmen, welche die Ausländerbehörde zur Anwendung bringen darf, diese vollständig in aufenthaltsrechtlichen Vorschriften wie dem Asyl- oder Aufenthaltsgesetz abschließend geregelt sind. Hierzu zählen die Ausweisung oder die Anordnung einer räumlichen Beschränkung. Hausarreste zählen jedoch nicht zu den Maßnahmen, die die Ausländerbehörden verhängen können. Im Hinblick auf die Abschiebestatistik ist es so, dass die Ausländerbehörde der Stadt Dresden nicht für die Aufenthaltsbeendigung von abgelehnten Asylbewerbern zuständig ist. Diese Aufgabe im Freistaat Sachsen der zentralen Ausländerbehörde in Chemnitz obliegt. Die ZAP in Chemnitz führt nach unserer Kenntnis keine gesonderte Statistik zu einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten. Insofern ist auf allgemeine Veröffentlichung des Freistaates Sachsen zu verweisen, wonach bisher 2.315 Personen das Bundesgebiet verlassen haben. Davon waren 1.322 Rückführungen, also alles Zwangsmaßnahmen, und 993 behördlich bestätigte Ausreisen, also freiwillige Ausreisen. Ja, vielen Dank. Eine Frage noch zu den Konsequenzen. Sie haben gesagt, eine mögliche Konsequenz ist eine räumliche Beschränkung. Was kann man sich darunter vorstellen? Räumliche Beschränkungen, die es insgesamt gibt, haben was mit dem Wirkungsbereich Stadt Dresden etc. zu tun. Also nicht in dem Sinne von Hausarresten oder kleineren räumlichen Beschränkungen, sondern es gibt im Grunde genommen nur die Möglichkeit, die Sie jetzt als Stadt logischerweise nicht haben, die jeweiligen Personen auszuweisen. Aber ansonsten haben Sie keinerlei rechtliche Handhabe, um irgendjemanden, also jetzt nochmal um auf das Beispiel Wiener Platz zurückzukommen, wenn Sie wissen, da läuft ein Ermittlungsverfahren gegen jemanden, der dort mit Drogen gehandelt hat, und der wohnt in einer Unterkunft der Stadt Dresden, und da haben Sie als Stadt keinerlei Möglichkeiten, den irgendwie da unter Hausarrest zu stellen oder irgendwie da tätig zu werden. Das ist so, ortet sich ja auch ein in die Logik, dass freiheitsentziehende Maßnahmen, wenn auf der Grundlage Strafrecht und Strafprozessrecht zu erfolgen haben, und das obliegt eben nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dresden mit der Ausländerbehörde. Vielen Dank. Wir kommen damit in die zweite Fragerunde. Hier ist wiederum Bündnis 90 Die Grünen zunächst. Frau Filius-Jähne, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Frage betrifft die Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit. Laut Zeitungsberichten ruft Frau Festerling am 3. Oktober auf der Loschwitzer Seite des Blauen Wunders zu einer Protestaktion gegen die zentralen Feierlichkeiten auf. Dazu habe ich folgende Fragen. Wurde die Veranstaltung tatsächlich angemeldet? Falls ja, wann und wo genau? Eventuell auf der Festwiese, damit im Landschaftsschutzgebiet? Und mit welcher Begründung wurde sie, falls ja, genehmigt? Und gleich im Anschluss die Zusatzfrage, wie gedenkt die Stadt mit dieser und eventuellen weiteren Veranstaltungen, zum Beispiel Pegida, zu den offiziellen Feierlichkeiten umzugehen? Wird es dazu auch angesichts der drohenden erneuten Negativmeldungen aus Dresden irgendwelche Stellungnahmen, Positionierungen, Aktionen seitens der Stadtspitze geben? Vielen Dank, Frau Filius-Jähne. Es ist richtig so, dass es Aufrufe gibt, die in Zeitungen bzw. sozialen Medien verbreitet werden. Von der von Ihnen genannten Dame selbst ist jedoch keine Veranstaltung im Stadtgebiet Dresden angezeigt. Es gibt allerdings unter dem Titel, dessen sie sich bemüht, eine Anzeige für eine stationäre Kundgebung, wo der Kundgebungsort Loschwitzer Elbufer vom Blauen Wunder in stromaufwärtiger Richtung angezeigt ist. Mhm. Es gibt ferner eine Anzeige für eine Kundgebung mit einem kurzen Aufzug vom Schillerplatz auf das Blaue Wunder. Grundsätzlich ist im Sinne der Fragestellung zu beachten,
dass es keine Genehmigungspflicht für Versammlungen gibt, sondern nach dem Grundgesetz und dem daraus auch abgeleiteten sächsischen Versammlungsgesetz ja eine Anzeigepflicht gibt und die zuständige Versammlungsbehörde diese Anzeige prüft und abwägt, inwieweit sie sie so zur Kenntnis nimmt oder in Form einer Änderung eventuell durch Auflagen bis hin zu einem Totalverbot Maßnahmen ergriffen werden. Hierzu, um dies zu sortieren, finden üblicherweise Kooperationsgespräche statt. Hierbei sind alle Modalitäten, polizeiliche Belange, aber natürlich auch Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und auch Belange von anderen Behörden einzubeziehen. Für beide Versammlungsanzeigen, die ich genannt habe, sind diese Verfahren noch nicht abgeschlossen, sodass also zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine Entscheidung über eine mögliche Versammlungsbescheide erfolgt sind. Das hat auch damit zu tun, dass im Vorfeld des 3. Oktobers bereits eine Mehrzahl von Veranstaltungen im Stadtgebiet insgesamt angezeigt worden ist und auch recht offensichtlich ist, dass dies noch nicht alle Veranstaltungen sind. Die Versammlungsbehörde aber gehalten ist, für alle Veranstaltungen gewisse Würdigungen auch zu treffen. Insofern wird das ein Prozess für uns sein, der uns noch eine Zeit lang beschäftigt, der auch damit zu tun hat, dass es immer wieder vorkommt, dass es Ankündigungen gibt, die sich ausschließlich im Internet oder auf Plakaten befinden, für die überhaupt keine Versammlungsanzeigen vorliegen, die dann üblicherweise in Form von spontanen Demonstrationen am Veranstaltungstag selber angemeldet sind. Auch die sind natürlich in die Abwägung bzw. insbesondere in die Vorbereitung polizeilicher Einsatzkonzepte einzubeziehen. Insoweit zu den praktischen Dingen des Versammlungsrechts. Im Hinblick auf das von Ihnen angesprochene politische Bekenntnis ist ganz grundsätzlich zu sagen, dass die hier vom Freistaat Sachsen als Ausrichter der zentralen Feierlichkeiten zum 3. Oktober durchgeführten Veranstaltung ja insgesamt ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, insbesondere ein Bekenntnis auch zur Wahrung von Menschenrechten und gegen die Ausgrenzung von Minderheiten und insbesondere gegen die Diskriminierung von aus Krieg und anderen Notsituationen zu uns kommenden Menschen sein werden. Und ich gehe auch davon aus, dass es im Vorfeld der näheren Veranstaltungskündigung sowohl für den Freistaat Sachsen als auch, wofür ich reden kann, durch die Stadt Dresden natürlich Positionierungen zu diesen Feierlichkeiten und mögliche Missbrauchssituationen dieses Feiertages durch politische Minderheiten, insbesondere wenn sie aus einem im Extremen oder ins Extremistische gehenden Bereich kommen werden. Ich habe dann noch die Bitte, ich hatte ja diese Frage auch als schriftliche Anfrage eingereicht, da Sie zumindest im ersten Teil ja sagen, da ist es noch nicht abgeschlossen, würde ich meine schriftliche Anfrage trotzdem aufrechterhalten wollen. Aber ansonsten danke ich jetzt erstmal. Genau, insofern es wäre mir ganz wichtig, gerade weil Sie auf die schriftliche Anfrage verweisen, auch wenn Sie diese schriftliche Anfrage beantwortet bekommen haben, ist sie zum Stichtag beantwortet. Und wenn am Tag danach jemand noch eine Anzeige macht, dann ist die auch im Raum und wird dann möglicherweise in Ihrer Beantwortung nicht auftauchen. Soweit, vielen Dank. Als nächster Fragesteller für die SPD-Fraktion, Herr Stahlmann-Fischer. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Frage bezieht sich auf die Johannstadt. Es steht ja seit viel länger schon, als ich Stadtrat bin, im Raum, dass Aldi und Konsum ihren Gemeinschaftsbau abreißen wollen und sich vergrößern wollen auf der Furtenhauer Straße. Und dazu gab es schon verschiedene Gesprächsrunden zwischen Stadträten, Stadtverwaltung und Projektbeteiligten. Und meine Frage ist jetzt einfach, weil es doch schon länger um das Vorhaben wieder ruhiger geworden ist, wie ist der aktuelle Stand? Ich bekomme zahlreiche Anfragen von Bürgern in meinen Sprechstunden. Genau. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt-Lamothen. Ja, sehr geehrter Herr Stahlmann-Fischer. Die von Ihnen genannten Projektträger für den Neubau eines Nahversorgungszentrums haben ihre Abstimmungsgespräche zum Gesamtkonzept und zu den Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit einer möglichen Realisierung wieder aufgenommen, nach unserem Kenntnisstand. Es sind vor allem noch Fragen zu Eigentumsverhältnissen und notwendigen Grundstücksankäufen zu klären, bevor eine vertiefende Planung weitergeführt werden kann. Planungsrechtliche Grundlage ist der rechtskräftige Bebauungsplan Nummer 79, welcher an dieser Stelle nach wie vor mit einer Ausweisung eines Kerngebietes die Basis für die gewünschte Entwicklung schafft. Aber das sind die Informationen, die wir jetzt gerade haben.
Okay, aber das heißt, es wird keinen weiteren Bebauungsplan dafür geben? Erstmal gibt es ja eine vernünftige Grundlage. Vielen Dank für die Information. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Gentschmar. Sehr geehrter erster Bürgermeister, wir können ja raussehen, der Sommer hat uns eigentlich noch voll im Bann. Die Bäder sind noch gut gefüllt. Dazu meine Fragen. Wie gesagt, wenn man die Webseite der Dresdner Bäder GmbH öffnet, steht da drin, dass die Bäder größtenteils bis 11. September geöffnet haben, meistens bis 19 Uhr. Im Kleinen gedruckten steht dann da, die Freibäder können die Öffnungszeiten abweichen, wenn es witterungsbedingt dazu notwendig ist. Dies zählt auch bei der Vostra der Fall. Am 1. September erfolgte in der Vostra die Durchsage, dass 17.30 Uhr die Durchsage, dass die Vostra bereits 18 Uhr schließt. Das Bad war noch gut gefüllt, es waren 26 Grad, die Gäste mussten das Bad verlassen. Dazu meine Fragen, welche Freibäder haben in der letzten Woche vor 19 Uhr geschlossen? Welche Kriterien führen witterungsbedingt dazu, dass die Bäder schließen? Ist die Verwaltung der Meinung, dass 26 Grad Außentemperatur dazu führen, dass das witterungsbedingt eher geschlossen werden müsste? Vielen Dank. Herr Kollege Vorjohann, bitte zur Antwort. Ja, sehr geehrter Herr Genschmar, wie Sie wissen, befinden sich ja die Bäder nicht mehr im unmittelbaren Zugriff der Verwaltung, sondern die Bäder werden betrieben von der Dresdner Bäder GmbH als Tochter der Technischen Werke Dresden. Deswegen haben wir die Fragestellung, die Sie hatten, auch dort hingeleitet und haben auch eine Antwort bekommen. Und diese Antwort, die darf ich Ihnen jetzt mal kurz vortragen. Also, bei der Planung und Vorbereitung der Freibadsaison hofft die Dresdner Bäder GmbH, wie wir alle natürlich, jedes Jahr auf optimale Witterungsbedingungen, um zahlreiche Gäste begrüßen zu können. Die Dresdner Bäder GmbH versichert daher, dass sich verkürzte Öffnungszeiten nur aus witterungsabhängigen Gründen ergeben. Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus ist jeder Badleiter dazu verpflichtet, die Öffnungszeiten den witterungsbedingten Gegebenheiten oder mangelnden Besucherzahlen anzupassen. Eine hochsommerliche Wetterlage wird im Gegenzug wiederum genutzt, die Badöffnungszeiten jeweils früh und abends zu verlängern. Um dies zu ermöglichen, beschäftigt die Dresdner Bäder GmbH jedes Jahr zusätzlich ca. 45 Saisonkräfte, um jeweils flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu können. Aktuell bietet sich der Spätsommer an, die Freibadsaison in ausgewählten Objekten zu verlängern. Die Dresdner Bäder GmbH freut sich auf weitere interessierte Kundinnen und Kunden. Bei der Schilderung am 1. September 2016, 1. oder 11.? 1. Erstens, richtig. 1. September 16 im Freibad Vostra handelt es sich vermutlich um ein bedauerliches Missverständnis. Das an diesem Tag verantwortliche Personal befand sich bis 19.30 Uhr im Dienst. Die letzten Badegäste wurden nachweislich mit einer Einlasszeit nach 18 Uhr registriert. Bei der Durchsage einer Schließzeit handelt es sich möglicherweise um den sich im Objekt befindlichen Imbissbetreiber, welcher wirtschaftlich selbstständig agiert und nicht den Dienstverpflichtungen der Dresdner Bäder GmbH unterlegen ist. Die Dresdner Bäder GmbH bedauert den Irrtum der interessierten Badegäste sehr. In Auswertung der Freibadsaison wird die Dresdner Bäder GmbH diesen Vorfall explizit zum Anlass nehmen, um die Kundenorientiertheit der Badangestellten weiter zu forcieren. Soweit. Erstmal danke für die Antworten. Wir als kleine Fraktion sind ja an der Besetzung der städtischen GmbHs ausgeschlossen worden. Und können natürlich dann nur auf diesen Weg die Anfragen stellen. Gestatten Sie mir da noch eine Nachfrage, also gerade die nächste Woche, also die Bäder sollen noch bis dieses Wochenende, bis 11. geöffnet haben. Vielleicht können Sie mir die Antwort ja jetzt nie geben, weil Sie die ja wieder an die Bäder GmbH weitergeben müssen. Wenn man den Wetterbericht verfolgt, ist das Wetter, was wir jetzt draußen haben, für die komplette nächste Woche noch angesagt. Überlegt die Bäder GmbH, die Bäder in der nächsten Woche dann noch geöffnet zu halten für die Dresdner und ihre Gäste? Ja, Herr Genschmar, überlegen tut sie bestimmt, aber was das Ergebnis dieser Überlegung ist, das muss ich Ihnen tatsächlich nachreichen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht könnte ja die Weiterleitung der Anfrage von mir dazu dienen, ich sage mal dort Gedankenspiele wirken zu lassen, um das vielleicht eine längere Öffnung für die nächste Woche noch zu ermöglichen. Naja, Dankeschön. Die Bäder GmbH hat ja ausgeführt, dass, wenn sie ein Geschäft machen kann, dies gerne tut.
Vielen Dank, Herr Genschmar. Die nächste Frage kommt von Herrn Gilke von der AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister. Im gerade erschienenen Personalbericht 2015 der Landeshauptstadt Dresden heißt es im Vorwort: Die krankheitsbedingten Fehlzeiten sind in 2012 stark angestiegen auf eine Quote von 6,17%. Die Krankentage haben sich um etwa 11% gegenüber 2014 erhöht. Der 2015 ermittelte Krankenstand entspricht einer durchschnittlichen erkrankungsbedingten Fehlzeit von 22 Tagen je Beschäftigten. Daher ergeben sich meine Fragen. Wie haben sich die krankheitsbedingten Fehlzeiten der Krankentage und Krankenstand in den ersten Jahreshälfte 2016 entwickelt? Und zweitens, lassen sich allgemein Gründe für den starken Anstieg der krankheitsbedingten Fehlzeiten feststellen? Wenn ja, wie versucht die Landeshauptstadt Dresden, dem entgegenzuwirken und die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu fördern und die Arbeitsausfälle zu minimieren? Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Lammes. Ja, sehr geehrter Herr Gielke, meine Damen und Herren, die von Ihnen erbetene Zwischenauswertung des Krankenstandes werde ich schriftlich nachliefern, weil das nicht automatisiert erfolgen kann, sondern von Hand erfolgen muss und deswegen einen gewissen Arbeitsaufwand bedeutet. Allgemein zu den Gründen lässt sich ausführen, dass die natürlich keine systematische Auswertung des Gesundheitszustandes der einzelnen Beschäftigten geben kann. Das hat auch mit Privatsphäre, Datenschutz und ähnlichen Dingen zu tun. Was wir auswerten in Zusammenarbeit mit der AOK Plus, bei der die meisten Beschäftigten von uns krankenversichert sind, das sind die Arbeitsunfähigkeitsdaten für die Beschäftigten der Stadtverwaltung. Dort können wir sagen, dass vor allen Dingen für den Anstieg ursächlich war eine Zunahme von Krankheiten des Atmungssystems, aber auch Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems. Was da die einzelnen Gründe sind, kann nicht aufgrund der vorliegenden Daten gesagt werden. Generell gibt es diesen Anstieg der krankheitsbedingten Fehlzeiten. Wir reagieren auf diese Situation in vielfältiger Weise. Das eine ist ein betriebliches Gesundheitsmanagement, was in zahlreichen Einzelmaßnahmen Beiträge leisten kann dazu, dass Menschen bewusst mit ihrer Gesundheit umgehen und eben auch den Beschäftigten die Möglichkeit gegeben wird, gesundheitsfördernde Maßnahmen zu tun. Die sind von mir noch einmal zusammengefasst worden in einem Schreiben vom 18. April 2016, das alle Ämter und alle Geschäftsbereiche erreicht hat, in dem auch noch mal zusammengefasst worden ist, was für ein Maßnahmenkatalog dort ergriffen worden ist. Das reicht von einer Vereinbarung mit dem Stadtsportverein, in dem wir die dort mögliche sportliche Betätigung fördern, über eine Aktion 2-für-1 Eintritt bei den Bädern, über mobile Massagen, die wir am Arbeitsplatz ermöglichen. Die Beschäftigten müssen die Massage bezahlen, aber wir stellen die notwendigen Räume dafür kostenlos zur Verfügung. Bis auch zu einem Programm bewegte Pause. Die Beschäftigten werden zweimal am Tag am Computer darauf hingewiesen, dass es ganz sachgerecht ist, gelegentlich am Schreibtisch auch einmal aufzustehen und sich zu bewegen. Hinzu kommen weitere Aktionen, die Sie selbst ja auch wahrnehmen können im Rathaus, also 10.000 Schritte an jedem Tag, Plakatkampagne Treppe statt Aufzug, und Sie finden in unserem Rathaus sogar Anleitungen neben den Waschbecken, wie man sich Hände wäscht, was ja auch bekanntlich der Gesundheit förderlich ist. Das sind also zahlreiche Maßnahmen, die wir dort treffen. Zum Zweiten ist uns natürlich auch daran gelegen, dass
wir gesunde und gute Arbeitsbedingungen durch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, unter dem Aspekt des Arbeitsschutzes. Dazu gibt es eine Prioritätenliste von Themen, die da abzuarbeiten sind. Das machen wir auch gemeinsam mit dem dafür zuständigen Geschäftsbereich Liegenschaften. Und das ist aber aufgrund der Vielzahl der Objekte, auch des Zustandes der Objekte und der vielen Einzelmaßnahmen, die da zu treffen sind, ein langwieriges Geschäft. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage von der CDU-Fraktion, Frau Walter. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die jeweiligen Antworten auf unsere schriftliche Anfrage zur Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger vom 4. August sowie die mündliche Anfrage zur letzten Stadtratssitzung am 18. August zur allgemeinen Stellen- und Personalsituation im Jugendamt ließen einige Fragen offen. Vielmehr noch stellt sich heraus, dass es bei dem Thema wohl wirklich brennt. Im Hinblick auf die anstehenden Haushaltsdiskussionen habe ich daher zur Stellen- und Personalausstattung im Jugendamt folgende Fragen, die bitte strukturiert nach den Aufgabenbereichen zu beantworten sind. Erstens, wie stellt sich die aktuelle Ist-Situation dar? Wie schaut die Stellen- und Personalsituation derzeit aus? Beziehungsweise wie lautet der tatsächliche Bedarf an Personalausstattung, um der Aufgabenerledigung gerecht zu werden? Strukturiert nach Aufgabenbereichen. Und zweitens, welche Mehrbedarfe wurden für den Haushaltsentwurf 2017-18 ursprünglich angemeldet, strukturiert nach Mehrbedarfen? Wie lautet die Anzahl der im Haushaltsentwurf 2017-18 bestätigten Stellen, strukturiert nach Aufgabenbereichen? Vielen Dank für die Beantwortung, Herr Kollege Dr. Lambs. Ja, sehr geehrte Frau Walter, vielen Dank für die Frage. Es ist sicher auch ein wichtiges Thema, das in der Haushaltsberatung vertieft werden sollte und der Appell, dass Personalkosten jedenfalls kein Gegenstand einer Deckungsquelle für etwaige andere Wünsche im Haushalt sind, das ist, glaube ich, auch schon rüber und angekommen. Im Jugendamt haben wir nach dem gegenwärtig geltenden Stellenplan im Jahre 2015 384,41 Vollzeitäquivalente gehabt, im Jahr 2016 392,91. Das steigt auf 439 Stellen bzw. Vollzeitäquivalente in den Jahren 2017. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, 439,16 im Jahr 2017 und 439,19 im Jahr 2018. Aber ich glaube, das macht den Kohl nicht fett. Wichtiger ist die Botschaft, die ich Ihnen auch jetzt schon rüberbringen möchte, dass wir auf dem jetzt gültigen Stellenplan 2016 392,91 Stellen in der Lage gewesen sind, durch die Bewirtschaftung des Stellenplans 430,6625 VZE zur Verfügung zu stellen, mit Stand heute. Das sind 37,7525 VZE mehr, als in diesem Stellenplan drinstehen. Das sind also 9,6% mehr VZE als in der ursprünglichen Stellenplanung drinstehen. Dazu eine Erläuterung, die aber ungemein wichtig ist bei der Diskussion auch dieser wichtigen Fragen. Deshalb bin ich auch ausgesprochen dankbar für diese Frage. Mitunter wird ja suggeriert, auch in der Diskussion, und das mag bei Menschen, die mit der Stellenplanbewirtschaftung nicht beschäftigt sind, auch mal so ankommen, dass wenn nicht genau diese eine Stelle in den Haushalt hineingeschrieben wird, dass man dann auch nicht in der Lage ist, für diese Aufgabe VZE zur Verfügung zu stellen. Das ist aber nicht der Fall. Diese Suggestion, die mag auch gelegentlich politisch eingesetzt werden, würde man ihr immer folgen,
und würde für alle denkbaren Bedarfe Stellen in den Plan reinschreiben, dann würde das die Steuerungsfähigkeit des Stellenplans gänzlich aufheben und damit natürlich auch in ökonomischer Hinsicht erhebliche Risiken mit sich bringen, die wir alle nicht wollen können. Ja? An dieser Stelle, also wie gesagt, wir haben bereits in erheblichem Umfang VZE zur Verfügung stellen können. Eine andere Frage ist dann aber, ob tatsächlich dort Menschen arbeiten, denn die VZE, die zur Verfügung gestellt werden, müssen auch besetzt werden. Dazu müssen Besetzungsverfahren durchgeführt werden und die in Besetzungsverfahren ausgewählten Menschen, die müssen dann auch zur Verfügung stehen und ihren Dienst antreten. Des Weiteren dürfen die dann nicht krank und nicht schwanger werden, um ihren Dienst weiter auszuüben und so weiter. Also wir sind da auch natürlich in einem ständigen Fluss, sodass es durchaus zu personellen Engpässen kommen kann. Die aus dem Aspekt der Stellenbewirtschaftung heraus nicht auszuschließen sind. Für Ihre Frage nach den Mehrbedarfen habe ich hier jetzt eine abendfüllende Liste. Nicht ganz abendfüllend, aber Sie kriegen sie schriftlich. Das ist nun nicht hinreichend prägnant, um es vorzutragen. Sie werden aber dort sehen, dass Stellen Mehrbedarfe im Jugendamt in einem wirklich nicht unerheblichen Umfang auch Eingang in die Stellenplanung jetzt gefunden haben. Freilich auch nicht alles, was wir dort haben. Aber auch da muss ich auf zwei Dinge verweisen. Zum einen ist zu beachten, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Prämissen die entsprechenden Anträge gestellt wurden. Also teilweise, wo wir tatsächlich nicht alle Bedarfe abdecken können, sind es Anträge vom 9.12.2015 bzw. 20.08.2015. Und das hängt natürlich auch regelmäßig mit Prognosen von Fallzahlen zusammen. Und zum Zweiten haben wir diesen Mechanismus, den ich vorhin beschrieben habe, dass also durch Bereitstellung von VZE aus einem beschlossenen Stellenplan heraus auch eine flexible Reaktion auf die Anforderungen möglich ist. Den haben wir auch hinsichtlich der eventuell nicht befriedigten Mehrbedarfe in der Haushaltsplanung, die jetzt vorgelegt worden ist. Aber ich danke sehr für das Interesse. Die Aufgabe ist wichtig genug, dass sie begleitet gehört. Ich habe noch eine Nachfrage, bevor ich dazu komme. Ganz kurz, danke. Meine 10 Jahre Personalleitertätigkeit haben mich in die Lage versetzt, Ihnen folgen zu können. Ich hoffe, das konnte jeder andere in dem Raum auch. Hab mich bemüht. War etwas kompliziert. In der schriftlichen Antwort vom 6. September auf meine Frage aus der letzten Stadtratssitzung heißt es, durch organisatorische Maßnahmen und die Besetzung von 3 Personalstellen wird bis zum 15. September 2016 sichergestellt sein, dass jedes Amtsmündel einen Amtsvormund erhält. Nun, eine Woche vor Ablauf dieser Frist frage ich, wird dieses Ziel erreicht und wenn ja, wie genau? Ist die Personalbereitstellung abgesichert oder müssen die offenen Fälle aufgrund der meines Wissens immer noch angespannten Personalsituation von den derzeit aktiven Vormündern zusätzlich übernommen werden? Also ich habe zu dieser Frage nochmal mit Frau Kollegin Dr. Kaufmann jetzt gesprochen und ich kann Ihnen auch nach der Rücksprache versichern, dass in Dresden keine minderjährige Person ohne ordnungsgemäßen und leistungsfähigen Vormund ist. Zu den Details bin ich jetzt nicht vorbereitet, weil es auch nicht schriftlich eingereicht war. Das würden wir nachreichen. Vielen Dank. In der Fragerunde geht es weiter mit Herrn Wirz, Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, gemäß Presseberichten soll am Altmarkt Seestraße Richtung Herbert-Wehner-Platz ein Spielcasino eröffnet werden. Bisher ist die Eröffnung an bautechnischen Fragen im Baugenehmigungsverfahren gescheitert.
Allerdings stellt sich uns die Frage der prinzipiellen Genehmigungsfähigkeit der Nutzung durch ein Spielcasino als sogenannte Vergnügungsstätte. Denn das betreffende Gebiet befindet sich im Geltungsbereich des vom Stadtrat beschlossenen Bebauungsplan 135 Dresden-Altstadt 1 Nummer 17. Der Vergnügungsstätten, dazu zählen Spielcasinos, ausdrücklich nicht zulässt. Es ist so, dass bei fast allen Bebauungsplänen im Stadtzentrum Dresdens eben problematische Nutzungen, die in der Stadtplanung, wenn man sagen, ein Schmuddel-Image haben, die in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert sind oder nicht unumstritten sind, die unter Umständen jugendgefährdend sind, die Suchtpotenzial haben, eigentlich dort wir sagen, ein Stück weit auch aus der Innenstadt rausgehalten werden sollen. Wir haben einmal auf der Prager Straße oder am Wiener Platz einen B-Plan ausdrücklich geändert, um im Untergeschoss, also im Kellergeschoss, ein Spielcasino zuzulassen. Das ist hier offensichtlich nicht passiert. Jetzt möchte ich gerne wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage wurde das Spielcasino entgegen den Festlegungen im Bebauungsplan mit welcher Begründung genehmigt? Welche Ämter waren an der Entscheidung beteiligt und auf welcher Ebene wurde die Entscheidung getroffen? Und dann in dem Zusammenhang noch, können sich andere Spielcasinos, die im Stadtzentrum Bereich gleichlautender Bebauungspläne, das heißt die Vergnügungsstätten ausdrücklich nicht zulassen, öffnen möchten, auf diese Entscheidung der Verwaltung sich berufen und so die Festlegung im Bebauungsplan umgehen? Vielen Dank zur Beantwortung, Herr Kollege Schmidt-Lamontagne. Ja, also die Petrofis Real Estate 810 GmbH hat als Grundstückseigentümerin einen Antrag auf Baugenehmigung für die Nutzungsänderung von Teilflächen der Markthalle Café Prag im ersten und zweiten OG des Neubaus von Gastronomie in eine Spielbank beantragt. Betreiber der Spielbank ist die Sächsische Spielbanken GmbH. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 935 Dresden-Altstadt 1. In Kraft getreten 1999 innerhalb eines als Kerngebiet MK2 festgesetzten Baugebiets und beurteilt sich demzufolge nach § 30 Absatz 1 Baugesetzbuch. Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass die nach § 7 Absatz 2 Nummer 2 Bau- und VO in Kerngebieten allgemein zulässigen Vergnügungsstätten nicht zulässig sind. Damit sollte insbesondere die Ansiedlung solcher Nutzungen ausgeschlossen werden, welche Anführungsstrichen für das Image des Umfeldes und die gewollte städtebauliche Entwicklung durch Verschiebung des Milieucharakters gefährden. Da das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entspricht, wurde durch den Antragsteller mit einem Bauantrag ein Antrag auf Befreiung nach § 31 Absatz 2 Baugesetzbuch gestellt. Entsprechend § 31 Absatz 2 Baugesetzbuch kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist, und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Im Rahmen der konkreten Prüfung des vorgelegten Betreiberkonzeptes für die Spielbank ist das Stadtplanungsamt an diesem Standort zu dem Ergebnis gelangt, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befreiung erfüllt sind und hat dem Vorhaben mit folgender Begründung zugestimmt. Aufgrund des im Betreiberkonzept beschriebenen Charakters und der Lage der Spielbank kann an diesem Standort eine Befreiung erteilt werden, da eine Imagegefährdung des Umfeldes und eine Verschiebung des Milieucharakters nicht erkennbar sind. Die Befürchtungen einer negativen städtebaulichen Entwicklung des Gebiets sind nicht gerechtfertigt. Es handelt sich bei dem Betreiber der Spielbank um die Sächsische Spielbanken GmbH und Co. KG, welche 1994 mit dem Ziel gegründet wurde, mit ihrem Angebot eine Befriedigung und Kanalisierung des natürlichen Spielbedürfnisses der volljährigen Bevölkerung zu ermöglichen. Zusätzlich soll einer Zuwendung zu nicht legalen Angeboten entgegengewirkt werden. Es handelt sich um die Ansiedlung eines legalen und in Anführungsstrichen seriösen Spielbetriebs. Der Spielbetrieb führt im Vergleich zur genehmigten Restaurantnutzung zu keiner Erhöhung der Lärmemissionen. Die Parameter und Forderungen des Gutachtens zum Schallemissionsschutz von April 2012 für den Standort werden eingehalten. Störungen des benachbarten Umfeldes sind bei der zu erwartenden geringen Besucherfrequenz und der zurückhaltenden Gestaltung der Zugänge und der Werbung nicht zu erwarten. Ergänzend vielleicht der Hinweis, die Spielbank war bisher in unmittelbarer Nähe beheimatet und ist lediglich umgezogen. Die Erfahrungen am bisherigen Standort der Spielbank in der Prager Straße 4 haben gezeigt, dass von dem Vorhaben keine negativen Einflüsse auf das Umfeld zu erwarten sind. Welche Ämter waren an der Entscheidung beteiligt? Im Baugenehmigungsverfahren wurden neben dem Stadtplanungsamt die Abteilung Denkmalschutz beteiligt. Am 3. Mai 2016 wurde die Baugenehmigung durch das Bauaufsichtsamt ausgereicht. Die Nutzungsaufnahme
ist am 7. September freigegeben worden. Führt das dazu, dass andere Spielcasinos sich im Bereich gleichlautender Bebauungspläne eröffnen können? Über einen Antrag auf Befreiung nach § 31 Absatz 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen eines Bebauungsplans wird immer im Einzelfall anhand der konkreten Sachlage und des Standorts entschieden. Liegen die im Baugesetzbuch genannten Voraussetzungen vor, ist eine Befreiung möglich. 2001 wurde beispielsweise im Gebäude Waldstraße 11, welches ebenfalls im Geltungsbereich des B-Plans Nummer 135 liegt, eine Befreiung nach § 31 Absatz 2 und damit eine Baugenehmigung für die im Zusammenhang mit dem Umbau des Gebäudes vorgenommene Verlagerung bereits vorhandener Vergnügungsstätten erteilt. Ich danke Ihnen für die Antwort. Soweit, vielen Dank. Dann kommen wir zum Ende der Fragestunde und wir haben eine Frage von Herrn Cabot. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Frage dreht sich um einen Stadtratsbeschluss vom 12.02.2009 und zwar zum Ausbau des rechtsäbigen Radweges. Also der Stadtrat hat vor nunmehr über 7,5 Jahren beschlossen, die Pillnitzer Landstraße zwischen dem Blauen Wunder und Pillnitz durch einen Radweg an der Elbe spürbar zu entlasten. Bessere, normale Bedingungen für ÖPNV, Radfahrer und Autofahrer zu schaffen. Wir haben seitdem jede Menge Beschlusskontrollen bekommen, immer zu einzelnen Abschnitten. Die letzte war am 30.06.2016. Ich zitiere hier: Derzeit erfolgt eine vertiefende umweltfachliche Prüfung. Nächste Beschlusskontrolle 30.06.2017. Bei den ganzen Beschlusskontrollen stand immer dahinter Beschluss erfüllt und das Nein unterstrichen. Genauso wie bei der Beschlusskontrolle vom 19.12.2014, hier zitiere ich ebenso, kam es zu Verzögerungen, da eine Überarbeitung der bisherigen Prüfungen und Untersuchungen hinsichtlich des Schutzgebietes für Lebensraumtypen, Habitate und wildlebende Vogelarten erforderlich war. Was mir auffällt, ist bei den Begründungen, dass sie sich sicherlich ändern, aber im Inhalt oft gleich bleiben. Beschlusskontrolle erfüllt? Nein. Daher meine Frage, wann ist mal mit einer Beschlusskontrolle zu rechnen, wo das Ja erfüllt drunter steht? Also ganz konkret, wann ist mit dem Abschluss des gesamten Abschnittes des rechtselbischen Radweges zwischen der Saloppe und Pillnitz zu rechnen? Ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht den Haushalt durchblättern und durcharbeiten, deswegen die nächste Frage, welche finanziellen Mittel stehen im Doppelhaushalt 17-18 zur Verfügung und ist damit die Gesamtmaßnahme abzuschließen? Vielen Dank. Auch hier zur Beantwortung, Herr Kollege Schmidt-Lamontagne. Ja, Herr Cabot, die Antworten, die ich für Sie habe, sind immer sehr lang. Insofern haben Sie etwas Geduld mit mir. Das liegt an dem langen Beschluss vielleicht, ja, also 7,5 Jahre zurück. Also der Ausbau des rechtselbischen Radweges zwischen Brockhausstraße, also Saloppe und Pillnitz, ist bereits seit geraumer Zeit Gegenstand planerischer Bearbeitung. Sie werden gleich auch hören, wo die Probleme liegen. Sowohl aus denkmal- und naturschutzfachlichen Gesichtspunkten als auch hinsichtlich der Grundstücksverfügbarkeiten ist der gesamte Abschnitt extrem kompliziert. Für den Abschnitt des Elberadweges im Zuge der gepflasterten Bereiche des Körnerwegs, also zwischen Saloppe bis in Höhe Körnerweg Nummer 20, wurden im Laufe der Zeit verschiedene Ausbauvarianten untersucht und bezüglich der sehr hohen denkmalschutzfachlichen Anforderungen in langwierigen Debatten zur Diskussion gestellt. Letztlich ist im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 nunmehr vorgesehen, zunächst einen Teilabschnitt von ca. 75 Metern nachhaltig instand zu setzen. Den Belang des Denkmalschutzes wird mit der vorgesehenen Sandsteinbefestigung, allerdings Neumaterial, in besonderer Weise Rechnung getragen. Sollte sich die Bauweise bewähren, könnte, abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln, in mehreren Abschnitten der komplette Weg saniert werden. Die Kosten für eine derartige Bauweise sind allerdings relativ hoch. Die 75 Meter kosten 242.000 Euro. Die aktuell eingetretenen Verzögerungen ergeben sich aus den Bestell- und Herstellfristen für das Sandsteinmaterial, das sind nämlich Einzelanfertigungen. Darüber hinaus ist durch die Denkmalschutzbehörde ein mehrstufiges Bemusterungsverfahren vorgegeben, um die Eignung des Materials zu prüfen. Der Baubeginn verschiebt sich dadurch allerdings nur geringfügig, und zwar auf Mitte Oktober 2016.
Was den Abschnitt zwischen der Friedrich-Press-Straße und Pillnitz anbelangt, lagen für den ersten Teilabschnitt bis nach Alt-Wachwitz bereits im Jahr 2007 ausführungsreife Planungen vor. Hier ergab sich die Besonderheit, dass für einige Grundstücksteile kein freihändiger Grunderwerb bzw. keine Bauerlaubnis erlangt werden konnte. Für einige Teilbereiche waren deshalb punktuelle Einengungen vorgesehen. Leider trug das damalige Regierungspräsidium Dresden als Fördermittelbehörde diesen gewählten Ansatz nicht mit. Das Aktenzeichen, was das belegt, liefere ich Ihnen nach, das lese ich jetzt nicht vor. Und im Fall der Landeshauptstadt Dresden die Durchführung eines Planverfahrens. Dieses wurde im Jahr 2008 eingeleitet, das ist der B-Plan 330 Dresden-Loschwitz Nummer 20, Elberadweg Loschwitz-Wachwitz und bedurfte aufgrund der zwischenzeitlich deutlich verschärften naturschutzfachlichen Anforderungen, es liegt nämlich in einem FFH-Gebiet, einer umfassenden naturschutzrechtlichen Neubewertung. Die fast fertiggestellten Unterlagen mussten allerdings aufgrund einer Beschlussfassung aus 2011, da wollte man einen 5 Meter breiten Weg bauen, verworfen werden und bedurften einer grundsätzlichen Überarbeitung. Da sich die Aufstellung genehmigungsfähiger Pläne unter diesen Randbedingungen außerordentlich schwierig gestaltete, war erst mit einer erneuten Beschlussfassung, die dann zurückgekehrte zur Regelbreite von 2,50 Meter bis 3 Meter, die Aufstellung einer Vorlage zum Satzungsbeschluss möglich. Diese wird derzeit für den Geschäftsbereichsumlauf vorbereitet. Der Satzungsbeschluss soll dann hoffentlich zügig erfolgen, da für das Bauvorhaben Mittel zur Hochwasserschadensbeseitigung bereitstehen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 690.000 Euro, wobei ca. 150.000 Euro aus Eigenmitteln über den Haushalt 2017-18 finanziert werden sollen. Für den Abschnitt von Alt-Wachwitz bis nach Pillnitz wurde der Bebauungsplan Nummer 366 Dresden-Wachwitz Nummer 1 Elberadweg-Wachwitz-Niederpeuritz aufgestellt und im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zur Diskussion gestellt. Da sich eine Vielzahl von Einwendungen und naturschutzfachlichen Anforderungen ergeben haben, soll nun zur Beschleunigung des Verfahrens eine Teilung in zwei Planungsabschnitte erfolgen, also B-Plan 366a und 366b, damit wir zumindest den einen Teil etwas schneller voranbringen. Da sind wir gerade dabei, die Unterlagen hierzu werden gerade erarbeitet im Geschäftsbereich. Ich habe es fast vermutet. Ich nehme es dann gerne schriftlich entgegen, um es nochmal nachzuhören. Ich würde aber nochmal meine beiden Fragen nochmal ganz klar setzen. Wann ist mit dem Abschluss zu rechnen und welche Mittel stehen im Doppelhaushalt beziehungsweise welche Mittel fehlen, um die Gesamtbaumaßnahme abzuschließen? Wir haben erstmal grundsätzlich für das Thema Radwege im Doppelhaushalt 17-18 jetzt wieder die Summe von 1 Million fortgeschrieben, jährlich, auf die wir dort zurückgreifen können. Was die komplette Fertigstellung dieses Gesamtabschnittes angeht, habe ich ja gerade versucht zu beschreiben, wo das Problem liegt. Also wir sind bei dem Abschnitt zwischen Friedrich-Press-Straße und Alt-Wachwitz sind wir mit dem B-Plan jetzt so weit, dass wir ihn in Gremienverlauf bringen. Das heißt, wenn der dann beschlossen wird, können wir auch anfangen zu bauen. Da haben wir ja auch das Geld aus der Hochwasserschadensbeseitigung. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass wir auch wirklich in dem Doppelhaushalt 17-18 das realisiert kriegen. Bei dem zweiten Abschnitt von Alt-Wachwitz bis Pillnitz ist es noch wesentlich komplizierter wegen der vielen Einwendungen, die wir im B-Plan-Verfahren hatten. Deswegen teilen wir ihn jetzt in zwei Teilbereiche, um den einen schneller voranzubringen, mit dem Ziel, den auch in dem entsprechenden Zeitraum fertig zu kriegen. Was allerdings den zweiten B-Plan angeht, wo die meisten Einwendungen gekommen sind, da kann ich es Ihnen einfach noch nicht sagen. Keine Frage, sondern für mich die Feststellung, also man weiß nicht, wir können jetzt nicht sagen, wann die Gesamtbaumaßnahme abgeschlossen werden kann. Aber die finanziellen Mittel stehen bereit. Habe ich das richtig verstanden? Es stehen finanzielle Mittel in Höhe von 1 Million Euro jährlich bereit. Ja, ich hatte ja ganz und konkret gefragt. Deswegen versuche ich es ja auch konkret zu beantworten. Es stehen Mittel in einer Sammelposition für Radverkehr in Höhe von 1 Million jährlich 17-18 bereit. Die binde ich aber erst dann an Projekte, wenn ich die Projekte auch realisieren kann, weil sonst schiebe ich das Geld wieder von Haushalt zu Haushalt. Und dann binde ich das Geld nicht an einem Projekt, was vielleicht erst nach dem Haushaltsjahr 2018 realisiert wird. Ich werde spätestens in 7,5 Jahren wieder nachfragen. Danke. Vielen Dank. Wir haben damit die Fragestunde beendet und kommen im nächsten Tag.